Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Touristenbus-Simulator. Und merke, niemals schief irgendwo vorparken, weil dieser Penner jetzt hier steht. Und ich hoffe, dass wir unser Fahrzeug frei bekommen, weil wirklich danach aussehen tut es jetzt nicht. Aber ich bin in guter Dinge. Ich habe es mir nämlich fast gedacht. Wir kommen nicht raus. Warum kommen wir nicht raus? Ah, wir kommen doch raus. Haben wir noch mal ein bisschen Glück gehabt. So, funktioniert denn jetzt die Schnellreisefunktion? Das wäre echt nett, wenn das Ganze nämlich jetzt funktionieren würde, because ich habe keine Lust eigentlich bis zum Büro zurück. Aha, meine Güte. Keine Ahnung, was das Spiel manchmal gegen mich hat, aber es mobbt uns so dezent, so ein bisschen, werden wir gemobbt. So, wenn wir jetzt wieder im Büro sind, kümmern wir uns um einiges und zwar um die nächste Fahrt. Eine Fahrt fährt ja jetzt dauerhaft unser Mitarbeiter, was natürlich auch gut ist. Jetzt ist aber die größere Frage. Oh, schön. Mit Dingens sind wir nach hier gekommen. Coole Sache. So, er hier müsste ja jetzt wieder komplett repariert sein. Bedeutet, wir können mal eine Tour fahren und schauen uns mal um. Bedeutet, Aufträge. Wunderbar. Hier haben wir eine kurze Fahrt. 1 Stunde 40. 501 Euro bringt uns die. Oh, die nehme ich. Sehr gerne sogar. Achso, nein. Moment. Achso. Am 14.06. fährt er die. Okay. Ist für heute noch irgendwas da? 18.06. 1.800 Euro. 2 Stunden. Ist eine kurze Fahrt. Okay. Ja gut, ist nur minimal länger als die jetzt. 60 Minuten. Na, 20 Minuten mehr. Machen wir, oder? Oder hier haben wir noch eine kurze. Die hier nehmen wir. Am 14.06. Heute. Ne, morgen. Scheiße. Aber um 20 Uhr. Das kriegen wir hin, denke ich mal. Wir nehmen die lange. Komm. Das ist der 18.06. Das sind wir. Ah. Wir überschneiden uns mit unserem Fahrer. Was ist das? Das ist eine Dauertour anscheinend. Können wir die nehmen? Können wir. Sehr gut. Dann fahren wir ihn selber. Zack. Auftrag angenommen. Dann gehen wir einmal zum Bord, Fahrt, externe Werkstatt. Dann gehen wir einmal hier. Und fahren mal eine Runde, ne? So, Auftrag gescheitert. Du benutzt den Bus. Ja, soll mir auch recht sein. Meine Güte. Es ist halt eine Fahrt weniger. So tragisch ist das jetzt nicht. Zielanzeige wird aktiviert. So. Einmal Lämpchen anmachen. Machen wir Klimaanlage an. Finde ich nicht gerade unwichtig. WC-Freigabe, Küchenfreigabe nicht. WLAN natürlich. Leseleuchten machen wir an. Die Ansagen sollen abgespielt werden, die es leider nicht gibt. Das klingt schon mal alles gut. Klimaanlage machen wir. 21 Grad ist angenehm, oder? Aber 22 Grad, ich denke mal, das ist ganz okay. So ist okay. Wunderbar, dann würde ich sagen, fahren wir mal los, oder? Ich weiß nur nicht, warum mein Navi es mir nicht anzeigt. Ah, weil die erste Haltestelle direkt da oben ist. Okay, wir müssen, so gesehen, links abbiegen und dann zur Haltestelle. Okay. Bin guter Dinge, dass das funktioniert, Leute. Tötet mich bitte nicht, wenn wir es nicht hinkriegen, ja?
Fahr bitte. Fahr doch. Mein Gott. Dann fahr halt nicht. Ernsthaft jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Spinner, oder? Wahnsinn. Ich hoffe, dass der Unfall nicht verschuldet von mir war. Meiner Meinung nach hat die KI da tatsächlich wieder mal einen kleinen Knacks gehabt. Mein Gott, also manchmal ist das hier echt grausam. So, also vielen Dank für die Tipps. Also müssen wir gucken, dass wir mal so eine Farbrolle anfahren, dass wir unsere Wohnung ein bisschen einrichten können. So. Gucken wir mal ganz kurz. Man kann ja. Ich bin ja jetzt schon interessiert daran. Okay. Und dann macht man einfach die Türen auf. Guten Tag. Ist natürlich jetzt auch leichter für die Leute einzusteigen. Im Gesamten also auch komfortabler, was ja nicht unwichtig ist. Das ist schon cool gemacht. Wunderbar, oder? Das ist der Bremsomat. Was wir nicht alles für eine Technik im Bus drin haben. Unfassbar. Mann, Mann, Mann. Pure Hightech-Anlagen eingebaut in diesem wunderschönen Bus. Morgen hat der Bus übrigens Werkstatttermin. Was auch meiner Meinung nach langsam nötig wird. 65% Schaden ist natürlich schon eine sehr große Hausnummer. Okay, vielen Dank. Manchmal muss man einfach nett zu den Autofahrern sein und schon gehorchen sie einem. Und sind nett zueinander. So, schön mit dem Tempomat cruisen, würde ich sagen. Kann doch nichts passieren. So, auf die Busspur. Wahnsinn. Ich finde, das Spiel sieht gar nicht so schlecht aus. Also man könnte vielleicht grafisch noch ein bisschen rausboxen, aber das ist immer so tatsächlich extremst Engine-abhängig, wie viel Performance in so einem Spiel noch steckt. Also ich kann jetzt nicht einfach frei Schnauze sagen, so, das Spiel ist top optimiert. Nein, leider nicht, aber man kann es ja verbessern. So, hier ist nur Durchfahrt für Busse, das ist sehr gut. Und Taxen. So einen riesen Schlenker hier drehen. Sehr gut. Und da sind noch ein paar Fahrgäste, die mitwollen. Zack. Perfekt. Guten Tag zusammen.
wie geil einfach jeder sein scheiß Handy in der Hand hält. Das ist schon sehr beeindruckend. Muss keiner mehr raus? Umso besser für mich. Oh. So. Oh, Moment. Wir haben was vergessen. Wir können jetzt nicht einfach losfahren. So einfach ist das jetzt nicht mehr. Wir als professionelle Reisegesellschaft müssen uns nun daran gewöhnen, dass wir den Bus absenken und wieder richtig stellen. Ich könnte das mit Tastenfunktionen machen, aber ich finde einfach, wenn wir das so machen, dass wir dann zwischendurch das Panel auch einblenden, sieht es interessanter aus für uns. Denke ich zumindest. Sollte es nicht der Fall sein, schreibt es bitte in die Comments, ja. Dafür sind die Kommentare übrigens da, damit man sich unterhalten kann. Ich frage mich immer noch, ob ich tanken muss irgendwann. Ich glaube, das wird ein Rätsel bleiben. Bis zu dem Moment, wo ich tanken muss. Sehr gut. Klappt bis jetzt alles ganz gut, würde ich sagen. So. Hier wieder raus. Unfallbilanz noch 0, würde ich sagen. Also ungefähr 0. Der erste Unfall zählt meiner Meinung nach nicht. Der war unverschuldet. Das zu 100%. Oh, vielen Dank fürs Vorbeilassen. Wir fahren aber auch wirklich ins tiefste Loch. Immer und immer wieder. So, jetzt fahren wir erstmal ein gutes Stück Autobahn, was mir natürlich sehr gut gefällt. Bedeutet, wir dürfen endlich wieder 90 km/h fahren. Darauf freue ich mich am meisten. Jetzt gleich kommen wieder die beschissensten Straßen der Welt und dann hat sich das 90 km/h fahren meistens eh erledigt. Ab hier ist vorbei. Das ist, ja, eine Zumutung, würde ich sagen. km/h sind hier in der City erlaubt. Die kann ich hiermit definitiv nicht fahren. Fahren wir lieber ein bisschen vorsichtiger hier mit dem Bus, weil sonst hänge ich irgendwie in einem parkenden Auto drin oder so und das muss nicht sein. Vor allen Dingen parken die immer noch einfach so auf der fucking Straße. Das ist denen sowas von egal. Das ist der Hammer. Was gibt's hier? Kaffee. Und Dankeschön fürs Vorbeilassen. Sehr höflich. Der hat ein Stoppschild, das heißt, wir haben Vorfahrt, sehr gut. So, dann können wir nochmal anhalten. Ich muss mir einfach nochmal die 7 merken. Vorne steigen die nie aus und das finde ich eigentlich sogar sehr gut. Perfekt. Vor allen Dingen ist auch schön, dass nicht so viel los ist um die Uhrzeit. Das heißt, man kann tatsächlich Bus fahren hier. Man muss nicht hoffen,
dass man über irgendeine Ampel drüber kommt, so aus reiner Glückssache, sondern man kann hier wirklich schön Bus fahren. Ah, Mist, ich wusste es, ich hätte noch weiter rausziehen müssen. Ah, wir haben ein Hotel entdeckt, auch cool. Ich habe es mir beim Abbiegen so gedacht, ich denke so, oh, das könnte knapp werden, aber ich habe es einfach versucht. Ja, der Versuch ging leider in die Hose, schade. Na, vorsichtig, sehr gut. Ein Restaurant haben wir entdeckt. Leckerchen können wir da essen. Halt. Achso, okay. Hab's gerade gesehen. Ist ein bisschen verwirrend gemacht, die Strecke hier. Aber es ist okay. Kann man mal machen. Muss ich jetzt nicht immer haben. Ist ein schöner Bus. Wir haben einen richtig schönen Bus. Ach ja. Ich schau lieber zweimal, bevor wir gleich hier wieder irgendeinen im Auto hängen haben. Das muss ja nicht unbedingt sein. Vielen Dank. Hier finden wir jetzt ein wunderschönes Restaurant. Pizza. Okay, finden wir nicht. Wir fahren einfach dran vorbei. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, beim Vorbeifahren entdeckt man da auch was, aber leider nein. Okay. Ja gut. Weiß man fürs nächste Mal Bescheid. Dann kann man hier gemütlich rumtingeln. Vorsichtig. Also mein erstes Ziel ist jetzt definitiv erstmal ein bisschen Geld ranschaffen und schon mit dem Unternehmen Geld verdienen. Also die Tour ist jetzt gleich vorbei, das ist so der kleine Vorteil an der ganzen Geschichte. Und dafür verdienen wir jetzt für diese Tour echt viel Geld, was natürlich super ist, was wir auch gebrauchen können. Weil wir möchten das Unternehmen ja wirklich riesengroß werden lassen. Und dafür brauchen wir Kohle. Ohne Kohle, ohne Moos, nichts los. Ne? Das wisst ihr genauso gut wie ich. Das Gute ist, die Endhaltestelle ist hinten am Büro direkt. Ist natürlich ein Vorteil für uns ohne Ende. Bedeutet einfach, wir können danach ganz gemütlich nach Hause fahren. Von der letzten Bushaltestelle aus. Und haben es dann natürlich auch nicht so weit. So, wir bringen jetzt so gesehen die ganzen Touristen, die da hinten waren, bringen wir jetzt wieder zurück zum Flughafen. Vom Flughafen geht es dann zur letzten Haltestelle in die City. Und von der City aus geht es dann nach Hause. Dann haben wir es nämlich auch wieder geschafft. Ist eine angenehme Tour. Kann man mal fahren. Gefällt mir. Gefällt mir eigentlich sogar sehr gut. So, mit Schmackes hier um die Ecke. Was mir aber noch nicht so gut gefällt, ist, dass wir... Moment. Aha. Ich wollte Licht innen drin haben. Das geht mir ein bisschen auf den Keks, dass man nichts sieht. Und das Aufplöppen dieser Werbetafeln und Aufplöppen der Details aus der Entfernung, das ist so, so krass energiesparend gemacht. Musste das sein? Ich meine, das Spiel nagt an der Performance-Grenze. Also es läuft nicht wirklich flüssig, das muss man sagen. Aber dazu muss ich sagen, es muss auch nicht wirklich zu 100% flüssig laufen. Da es kein enormes Rennspiel ist oder sonstiges, reichen da 30 Bilder pro Sekunde allemal. Ja, solange diese erreicht werden. Wir fahren hier 50 bis 60 Bilder zwischendurch.
auch mal 30 nur. Aber es läuft super flüssig und smooth ab und deshalb gefällt mir das auch. So, wir laden die Touristen ab und nehmen neue Touristen mit. Das ist Service, oder? Das ist ein Service. Hallo. So, Türen zu. Passagiere sind drin. Das wirft den Bus so ein bisschen aus der Bahn, habe ich das Gefühl. Wenn man ihm so ein bisschen Luft gibt oder wegnimmt, wackelt nämlich das ganze Display. Das ist ganz lustig. So, die letzte Fahrt geht jetzt nach Hause, so gesehen. Indirekt nach Hause, weil die letzte Bushaltestelle ist in unserem Heimatort und das ist natürlich sehr geil. Und ich würde sagen, nächste Folge fahren wir mal hier zu dieser Waschstraße für Busse. Das würde ich nämlich gerne mal sehen, wie so ein Bus gewaschen wird. Auch noch nie gesehen. Noch nicht mal in Wirklichkeit. Ich glaube, der wird ordentlich eingeschäumt, danach abgesprüht und dann hat sich die Sache erledigt. Es gibt, glaube ich, es gibt LKW-Waschanlagen, habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich denke, so langsam haben wir einfach den Dreh raus, auch mit so einem gigantischen Bus hier durch die Straßen zu kurven. Es ist natürlich was ganz anderes und man muss sich einfach daran gewöhnen, dass das Ding hier schwer ist, riesengroß und einfach Platz braucht. Auch zum Abbiegen Platz braucht. Und da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. So, die letzte Stadt wird angefahren. Was abends natürlich super einfach ist. Weil, wie gesagt, hier ist kein Verkehr. Und das ist das Einfachste dann an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, die Gäste hatten Spaß. Vor allen Dingen mit der WLAN-Nutzung. Reifen gerade ein bisschen dreckig geworden, glaube ich. Ist natürlich weniger optimal, wenn sowas passiert. Ich hoffe wirklich, dass die Gäste es genossen haben. Alle Haltestellen wurden angefahren. Servicebewertung 89%. 1161 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Wow. Ich habe Level 2 erreicht. Leute. Ich werde ja richtig der Profi-Busfahrer schlechthin. Was ist da los? So, wir fahren nach Hause, würde ich sagen. Also ab ins Büro, so gesehen. Das Büro liegt auf der linken Seite von uns. Oh, ein schönes Restaurant haben wir gerade entdeckt. Sehr gut. Aber es ist definitiv einfacher, wenn die Straßen leer sind. So. Fahren wir den Kollegen jetzt einmal. Boah, wackelt das. Das Force Feedback ist eigentlich ganz gut gemacht. Morgen im Part sollte es dann in die Werkstatt gehen. Wenn alles klappt. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann definitiv im nächsten Part wieder. Moment, ich mache ganz kurz hier noch die ganzen Sachen aus. Nicht, dass hier nachher der nächste WLAN-Schnorrer vor der Tür steht und meint hier, sich WLAN zu geiern. Da haben wir das Licht. Wunderbar. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Bis dahin bleibt, wie ihr seid. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.